Mein Name ist Anemona Crișan und ich wurde 1980 in Rumänien, im kommunistischen Rumänien, geboren. Ich habe also als einzigen Krieg in meinem Leben den Kalten Krieg erlebt. Und auch wenn das kein heißer Waffenkrieg war, war das doch ein Krieg, nicht nur gegen den Westen, sondern auch ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung, könnte man sagen. Und ist Krieg nicht immer das? Ist Krieg nicht immer etwas, was sich nicht nur gegen einen Feind da draußen richtet, sondern auch gegen die eigenen Leute? Ist das nicht vielmehr etwas, wo eine Autorität, die uns schützt und uns führt, eigentlich uns auch unterdrückt und in unserem Namen gegen uns und gegen andere Dinge tut, Morde verübt, Menschen tötet? Jetzt könnte man sagen, der Kommunismus ist natürlich böse. Stimmt, in manchen Teilen ist er das. Er ist einseitig, vieles missverstanden worden, was vielleicht interessante Ideen sind. Aber als ich 1991 nach Österreich gekommen bin, nach der Wendezeit, habe ich dann die andere Perspektive sehen können und auf den Osten vom Westen ausblicken. Und ich war schon überrascht zu sehen, wie viele Parallelen da sind. Ja, es gibt mehr zu essen, es gibt mehr Kleidung, es gibt Meinungsfreiheit. Man kommt nicht ins Gefängnis, wenn man bestimmte Dinge sagt. Aber ich hatte den Eindruck, hier lernen wir im Westen freiwillig ähnlich zu denken. Freiwillig das Gleiche zu machen. Und als jemand, der irgendwo eine Diktatur erfahren hat, war das für mich erstaunlich, wie wenig wir, egal auf welcher Seite wir stehen, als Individuen wissen, was wir eigentlich wollen. Wir haben doch einen freien Willen. Also die Frage an mich, die Frage an euch: Was macht ihr mit diesem freien Willen? Was für eine Welt wollt ihr haben? Was wir sehen können, ist, dass Krieg sich immer wieder wiederholt. Jetzt kann man sich fragen, was hat das Gutes, außer für die, die finanziell davon profitieren und so weiter, wir wissen das. Aber was bringt es uns als Menschen eigentlich? Ich habe über diese Frage nachgedacht, weil ich glaube, dass wenn ich in der Situation bin, dass ich das sehe, gibt es etwas, was ich davon lernen sollte. Und diese Kriege passieren auch, damit wir wissen, was wir nicht wollen, glaube ich. Zumindest ist es für mich so. Seit ich diesen Krieg in der Ukraine, der schon lange anhält und nur einer von vielen ist, egal von welcher Seite ausgelöst, man könnte den Irakkrieg hernehmen, jeden Krieg, seitdem weiß ich ganz sicher, dass das eine Welt ist, in der ich nicht so leben will, in der ich mir nicht von Autoritäten, egal welcher Seite, sagen lassen will, in meinem Namen wird dieser Krieg geführt für mein Wohl. Es ist also mein freier Wille, diesen Kriegen, egal von welcher Seite sie ausgelöst werden, nicht zuzustimmen. Das heißt, wir müssen uns als Individuen entscheiden, wollen wir im Entweder-Oder des Krieges leben, gegeneinander agieren, oder wollen wir in Frieden miteinander leben, sowohl als auch, jede Seite bringt etwas ein, was die andere nicht weiß. Sind wir Opfer dieser Umstände, ohnmächtig, ausgeliefert, oder sind wir Schöpfer dieser Umstände, sind wir Schöpfer dieser Realität und gestalten sie, wie wir wollen? Aber wo wissen wir, was wir wollen? Also das ist die Frage. Bist du Schöpfer oder Opfer?